Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Among Us mit der üblichen Truppe. Jay ruft auch irgendwas rein, keine Ahnung. Was bin ich denn überhaupt? Ich hab, also ja, ich bin nicht Dings, sonst hätte man das gesehen. Mike ist bei mir, okay. Oh, wow. Task ist noch komplett. Okay. Wo muss ich denn hin? Ist auch so, ist schon erledigt, okay. Okay, ich bin leider allein. Ich habe wieder kein Alibi, so wirklich. Und da ist schon jemand. Alarm! Oder hat aber jemand keine Zeit verschwendet? Holy moly. Erstmal Sven, ey. Aber das können wir doch sogar ziemlich gut rausfinden jetzt. Peter war O2 oben rechts. Ja, wer stand alles O2 oben rechts? Peter. Peter, ich glaub, andere Frage. Wer stand alles gerade bei Navigation? Weil da waren fünf Leute oder so. Ich bin von O2 bin ich zu Navigation gelaufen. Ja, also Navigation waren auf jeden Fall ich. Peter habe ich gesehen, Mike glaube ich. Ja, ich habe euch am Anfang gar nicht gesehen, Aufgaben, weil ich glaube ich der Erste war, der das Ding auf hatte. Und dann seid ihr alle gekommen. Wer hatte noch links ausgemacht? Weil dann ist der ja, dann fällt der ja auch noch weg. Wer hat links O2 ausgemacht? Wo ist denn die Leiche? Wer hat links O2 ausgemacht? Ja, wahrscheinlich Sven dann. Keine Ahnung. Kurze Zwischenfrage. Erkennt man, ohne die Map zu öffnen oder keine Ahnung, direkt, ob das O2 oder der Reaktor ist? Weil ich dachte von den Pfeilen her, dass das eher der Reaktor ist. Deswegen bin ich nicht bei Navigation da direkt rüber. Du kannst oben links die Task öffnen, mit dem Pfeil raus. Und dann steht da oder Tab. Genau. Was. Aber können wir noch mal kurz rausfinden, wer alles auf der rechten Seite war? Weil der Mord wurde nach dem Alarm links begangen. Also ich und Peter habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich war auch da. Ich war alleine. Ich hoffe, ihr habt mich da irgendwie gesehen, weil ich halt auch da die Tasten eingegeben habe. Es war halt so viele Leute. Ray, Peter, Maxi habe ich auch gesehen, ja. Aber ich glaube, da waren noch mehr. Also es dürft nicht viel. Ray, glaube ich, oder? Ray, wo ja, ich war bei Navigation, da habe ich irgendwie was ausrichten müssen, keine Ahnung. Ich auch. Okay. Also Nils, aber nicht Nils und Jay, das weiß keiner, wo die sind. Nils, Mike und Jay sind scheinbar auch bei uns. Ich war rechts. Ich war in die Navigation. Ich war alleine. Ja, und du, Dalo halt, ne? Also du kannst es natürlich auch sagen. Nein, hey, Dalo war doch auch oben rechts, oder? Ich hätte Peter und Dalo so gesehen. So schnell bist du darüber? Das Einzige, was mich verwehrt hat, ist, bevor der Alert mit O2 anging, war Peter schon an der Station, wo er das definiert. Nee, ich stand also eigentlich daneben. Aufgabe? Ich stand also links daneben. Okay. Ja, gut. Kalle, Nils, Max sind theoretisch. Nee, Kalle, Max, Nils, Max. Dadosch. Kalle, Dadosch, genau, Mark, Nils. Alleine, Kalle, ja, Dadosch, Nils, ne? Ja, alles klar. Danke. Hä? Nein, ich war rechts bei Navigation. Kalle, wir haben dich. Gib auf. Leute, ich war bei Navigation. What the fuck? Wow, so, warte, ich gucke erstmal auf der Map, glaube ich, bevor ich wieder ohne Ziel und Plan irgendwo hinlaufe. Vielleicht habe ich auch da hier oben direkt eine Aufgabe. Nee, aber Admin habe ich. Ja, okay, Maxi ist da. Nils, Mike. Okay, komm, diesmal First Try. Fuck. Ich bin so schlecht. Jetzt endlich. Nils, Mike, okay, Maxi wieder. Jetzt gehe ich zur Communication, das Player. So, jetzt gehe ich da mal hin. Jetzt blicke ich auch. Aber dass die Task auch immer weggehen, ist doch scheiße. Ja. Da 5, 3, ja, ist schon erledigt. Ja. Eine Aufgabe? Nee. Problem ist, ich bin immer alleine, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert nicht. Da war Mike. Dann machen wir schnell die Download-Aufgabe. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich den Upload im Admin machen, ne? Wie immer. Da ist Nils. Da Dizzy. Da unten steht Kalle am Tank. Okay. Holy shit! Wo lag die Leiche denn? Wo lagst du denn? Du hast sie das war crazy. Fuck! Der ist mir aus dem Admin entgegengekommen. Scheiße, ich hab das nicht mehr. Also, er lag Admin. Ich glaube, Maxi war in der Nähe, ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Die Leiche lag so. Also, ich bin an der Leiche vorbeigelaufen, hab erstmal in Ruhe geswiped, weil man nur wirklich das kleine Fitzelchen von Dalus Rücken sehen konnte. Aber das ist weil dir so hinterm Tisch lag. Mir ist das nur aufgefallen, weil ein Report bei mir aufploppte. Ah, ja, okay. Ich so, hä, wieso kann ich jetzt Report drücken? Das ist bei mir auch gerade aufgeploppt. Das war mega crazy. Genau, also, Jay, wir haben ja gerade beide die Kabel oben links im Storage gemacht. Du bist so hochgegangen wie direkt danach, ne? Ich bin runtergegangen und mir ist gerade Nils entgegengekommen. Also von unten von Shields. Storage? Was ist Storage? Warst du nicht gerade der große Raum mit den ganzen Kisten? Das ist in der Mitte quasi der Verbindungsraum zwischen Communication. Ja, genau. Da bin ich nicht hergekommen. Warst du nicht an den Kabel? Doch, da bin ich hergekommen. Doch, da bist du hergekommen. Ich hab nicht da irgendwie Kabel gemacht. Kabel hab ich nicht gemacht. Okay, also Kabel hab ich nicht gemacht.
Du hast ja eben ein Elektro bei mir. Ich war ein Elektro, wer ist dir genau. Runter, okay. Wer ist dir entgegengekommen, Jay, aus dem Admin-Raum? Ja, Alter, Maxi war da. Welche Farbe? Wie gesagt, ja, ich war da grün, direkt am Kabel. Vielleicht war es gelb. Es muss aber, glaube ich, jemand sein, der dann in die Cafeteria hoch ist. Also ich bin gerade Admin rein vielleicht? Und mir ist keiner entgegengekommen. Also ich habe Kalle kann ich saven, da habe ich noch Elektro, das. Oder? Also ich wüsste nicht genau, ob es zeitlich gepasst hat, aber ich habe Kalle auf jeden Fall Elektro gesehen. Oder wir haben es gegenseitig, hoffentlich. Ja. Ich hatte Kalle hätte mich auch in Elektro ist unten links. Kalle hätte mich gerade in Elektro killen können. Ich bin sehr froh, dass er es nicht getan hat. Also Kalle hat auf jeden Fall gerade die Tank, diese Füllaufgabe da gemacht, ja, genau. In Storage. Also Maxi oder Raisins aus meiner Sicht. Nils und ich waren unten rechts. Nee, oder ich bin gerade, hab den Download, ich wollte jetzt gerade zum Upload und bin halt zielstrebig dahin, weil das glaube ich immer im Admin ist, oder? Also so kommt es mir rüber. Und dann habe ich auch noch gerade gesehen, dass der Report ist. Und da kam auch schon der Report. Also ich bin wieder mal komplett blind gewesen. Also Jay kann es natürlich auch selbst gewesen sein, das steht fest. Ja. Also ne, Jay könnte auch das war dann aber gut sein. Gespielt mit dem Report. Also naja. GZSZ hat angefragt. Okay, also Jay glaube ich das echt, dass er das so war. So, ich mache jetzt den Upload. Ja, ist da jemand wirklich entgegengelaufen? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage. Da war Nils? Ja, wo ist Nils hin? Ja, ich glaube, Nils ist es. Hey, was muss ich jetzt hier machen? Schon wieder ein Upload? Ja, ich glaube, Nils ist es, oder? Er ist doch jetzt gerade hier runter und war weg. Ich hätte das doch gesehen, wenn er hier raus ist, oder nicht? Hä, ich muss schon wieder das machen? Ich verstehe es nicht. Fuck! Alarm! Scheiße! Ist das zweite Mal, das. Okay, ich hab gerade. Kalle war es nicht, Dadosch war es nicht. Die waren nämlich gerade bei Comms. Ich bin gerade reingegangen, da kam wieder das Report aufgeflackt, der ist gerade oben hin abgehauen. Okay, also ich kann die anderen, könnt ihr anderen euch irgendwie confirmen? Dadosh und Kalle sind safe. Könnt ihr euch irgendwie anders confirmen? Peter, Maxi, Mike und Ray. Ich bin links oben gewesen, ich habe keine Sau gesehen. Zwischen Shield und Navigation ist dadurch mir gerade entgegengekommen. Yes, ich habe Maxi gesehen. Okay, Maxi ist es nicht. Mike, Ray, Peter. Also ich war in Medbay. Ich bin andersweitig ein bisschen verwirrt. Kann man das irgendwie sabotieren, dass die Tasks nicht mehr gehen? Ja, genau, das war den Upload irgendwie. Ja, ich habe die Comms gerade gemacht. Ja, ja, das war also, gerade eine Sabotage. Ich möchte noch mal kurz sagen, Mike hat eben gesagt, dass er mich im Augenwinkel bei dem Refill-Ding gesehen hat. Problem ist dabei nur, oder wer war das? Nee, ich hab dich gesehen. Entschuldigung, ich kann deine Stimme gar nicht zuordnen, Ray, sorry. Ray, okay. Okay, wenn du das gesagt hast, weil ich hab dich nämlich gar nicht gesehen, überhaupt. Ich bin oben rum. Ja, ich laufe die ganze Zeit alleine rum. Ich denke auch die ganze Zeit, ich kann mich ja nie proven dadurch. Aber was ich noch sagen wollte, wo wurde denn die Leiche gefunden? Das würde mich interessieren. Ja, das stimmt. Weil Nils habe ich noch am Anfang der Runde gesehen. Bei den Kisten unten links. Also Story. Er ist gerade hochgerannt. So eine Scheiße, Mann. Ich habe nur die Füße gesehen. Und dann wer war denn jetzt gerade noch in Communications unten gerade als letztes? Ich war da drin. Dadurch und Kalle. Genau, ja. Und genau, kann okay, Kalle war noch drin. Okay, gut. Ja, ja, ja. Also, wir müssen jetzt mal sagen, das müssen wir jetzt einfach mal so. Ist gerade passiert. Also ja, es müssten Mike und Ray, einer von. Genau, also, oder Peter. Mal, ich weiß nicht. Peter, also ich kann es nicht. Ich kann niemanden confirmen. Das ist das Problem. Ray ist ein Metzger. Ich hatte gerade schon Ray und Maxi. Auf der Dingensliste. Also könnte es Ray sein. Darf man jetzt voten? Man sollte jetzt nicht voten. Man sollte eigentlich nicht voten. Eigentlich jetzt. Okay, also ich bin's auch nicht. Ray ist verdächtig und er sollte das sehr verdächtig sein. Ja, ich laufe jetzt mit denen rum und prüfe mich, oder Maxi. Und ich natürlich wie immer auch, weil also ich ja wieder zwei Leichen gefunden habe. Scheiße, ich bin's nicht, Mann. Scheiße. Möchte ich auch noch mal sagen. Aber ich bin guter. Der Upload hat schon wieder nicht geklappt hier. Ach Mann, ey, ich gehe schon wieder. Jetzt mal wieder den Upload hier. Maxi steht bei mir. Das sieht man, am Rand sieht man halt nichts, weil das Fenster so groß ist. Das ist das Problem. Hier ist jetzt Lights. Gehen wir direkt hin. Maxi ist hinten dran. Das ist ja richtig Booster. Ja, das ist gefixt. Da habe ich hier was. Oh ja, da habe ich sogar voll viele Tasks. Reaction. Oh fuck. Oh, das muss man. Wenn man einmal verkackt, muss man alles neu machen. Das ist ja interessant. Nein! Maxi war da noch jemand, den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Das ist Mike. Das
Was? Maxi? Maxi ist die ganze Zeit. Er hätte mich die ganze Zeit killen können. Was macht denn Maxi da? Ne, Maxi ist da. Okay. Ich laufe jetzt auch mal mit Maxi rum. Das sind die Aufgaben hier. Okay. Oh. Wer ist tot? Ich glaube, Kalle ist tot, Kalle, oder? Ja, Kalle ist tot. Und Jay auch. Jay ist auch tot. Jay ist auch tot. Holy shit. Das war ein Doppelkill. Okay, dann sind noch beide Imposter da. Das heißt, wenn... Oder wie? Ray, wir kamen gerade zusammen in Lower Engines. Du warst ja, ziemlich lange extra, in Elektro. Ich bin extra bei dir so ein bisschen geblieben, weil ich gedacht habe, ey, welche hast du gesehen denn? Welche Leiche wurde gefunden? Ich denke, ich habe Kalle. Also unten links bei Lower Engines. Sagen, ich habe nämlich auch den Körper... Ich konnte auch reporten, habe den Körper aber nicht gesehen. Ja. Und Mike war noch Electrical. Okay, ist gerade noch jemand oben rechts zufällig, gerade beim, bin ich gerade hinrennen zum Fixen. Ich nicht? Was zum Fixen? Also ich bin gerade Cafeteria. Gerade ist doch irgendwas angesprochen oben rechts zum Fixen, oder nicht? Bei mir ist was aufgeregt. Also gerade ist was an, ja, aber grad, also es war gerade Alarm da, aber dann wurde ja instant reported, also. Okay. Also das war nur gerade. Okay, ihr seid alle Mörder? Ja, wir bringen uns alle um. Wer hat denn kein Alibi? Also ich habe kein Alibi, ich habe keinen gesehen. Dadurch und Peter haben gerade aus meiner Sicht kein Alibi, aber ich glaube es nicht, weil einer von den beiden müsste es auch gewesen sein. Ansonsten haut das nicht hin. Also entweder sind Dadurch und Peter. Ich bin jetzt die ganze Zeit bei dir gewesen. Ich kann ja den Kill gar nicht gemacht haben. War die ganze Zeit bei dir? Sehr lange, ja. Okay, sehr dann lange. Ich bin sogar extra wieder zurückgelaufen, um dass es wieder nicht so den Anschein hat, hey, ich bin da ganz alleine. Und also ich stand da gerade 10 Minuten im Electrical und habe versucht, hier eine Aufgabe zu machen, wo man sich muss diese aber Dinger drehen. Nee, okay, ja, Mike war auch die ganze Zeit da. Nee, Ray, wir standen schon eine ganze Weile in Electrical und Mike kam erst dazu. Ja, ich weiß nicht von Mike und Peter dann. Er könnte von Engines gekommen sein, Lower Engines. Ja, Mike und Peter. Nee. Ich würde fast sogar eher Mike sagen, gerade auf jeden Fall. Nee, ich hab Geist. Ja, wir müssen jemanden voten, das war ein Double Kill auf jeden Fall. Ja, komm, Mike, komm. Scheiße. Was? Sorry, Mike. Leute, ja, was? Ja, sorry, ich weiß es nicht und Maxi auch nicht. Ihr seid so gemein, ich hab gar nichts gemacht. Boah! Vielleicht war's. Vielleicht war es wirklich nicht. Oh, fuck, ey. Wusste ich. Fuck. Oh, sorry, Mike. Ohne. Krass, wen hab ich denn da kurz vorher gesehen? Ey, Leute, wenn Dadosh nicht diskutiert, dann ist Dadosh Imposter. Und ich stehe noch neben Dadosh auf Platz 2 und denke mir so, wie macht der das nicht? Beide Kills stand ich halt legit irgendwie 3 Meter neben dir. Ich hab's halt nicht gesehen. Echt sehr, sehr schwer, sich zu verteidigen, wenn Jay jedes Mal reportet und erstmal 40 Sekunden schreit, oh mein Gott, ich hab ihn nicht gesehen. Und ich so, ich will grad sagen, dass ich's nicht sein kann. Und irgendwann schmeißen mich die Leute raus. Moment, aber das war ja schon eine Reaktion. Das Problem war, also eigentlich hätten wir da schon Peter, weil das Problem ist, wir waren bei kein Alibi, wir waren eigentlich zu dritt. Ja, aber stimmt. So ich musste mich ja auch irgendwie schützen, weil ich die ganze Zeit am Reporten bin. Sonst schießt er ja immer auf alle. Der war der Verdächtigste von allen. Ah, hier ist wieder eine Leiche. Ja, das ist auch eine Scheiße. Okay, irgendwie muss ich ja dann direkt das sagen. Ja, das ist halt super. Also ich hab halt Peters Füße nur gesehen. Das ist halt, weil man halt in dem Mord davor hast du ihm noch die Hand gegeben, als er rausgelaufen ist. Ich dachte, ich muss mir wirklich meine Aufnahme genau ansehen. Sicher, Dalu, ich glaube nämlich, Jay war schon im Raum drin, als ich dich gekillt habe. Ja, aber du bist ja trotzdem an ihm vorbeigelaufen. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, ich glaube, der war schon im Raum drin. Kann sein, dass ich da die Aufgabe gemacht habe. Gekillt und bin wieder raus. Also ich bin nicht aneinander vorbeigelaufen. Also bei meinem Kill haben Peter und Jay sich angeguckt. Die standen ineinander drin und ich so, was, warum denn jetzt die beiden auf einmal? Team Beat deckt sich einfach. Ich wollte keine Runde haben für eine Aufnahme. Letzte Runde, ja, Mike war nirgendwo, also muss es Mike eigentlich gewesen sein. Es gab überhaupt keinen Verdacht auf mich. Ja, okay, dann kicken wir an Mike. Ja, fand ich gut, die Entscheidung. Ich bin scheinbar komplett blind und unfähig. Good job, Dadosh. Ja, GG. Nee, absolut nicht. Aber nee, da gebe ich Jay recht mit diesem Reporten. Ich glaube natürlich, dass wir als Innocent quasi so eine geringe Sichtweite haben, ist der Report-Knopf aber schon weitreichend. Also man kann ihn vorne, obwohl man ihn noch gar nicht sieht. Der sieht man auch, wenn er aufleuchtet. Ja, nein, ich habe den Kill halt, ich habe den letzten, ich weiß nicht mehr, wer das war, da unten bei den Kisten. Den Kill habe ich, glaube ich, gesehen, aber ich habe halt einfach so Peter da. Peter war schon einfach, ich habe nur die Füßchen von Peter gesehen. So, da konnte ich das nicht mehr sehen, wer das war. Ich habe mich dann gleichzeitig, weil ich halt gleichzeitig den Report gedrückt habe, weil da halt das Hähnchen da lag, habe ich mich dann voll geärgert, dass ich nicht eher erst hinterher gerannt bin, um herauszufinden, wer es ist. Das ist das
Ja, das war einfach so meine Unfähigkeit bzw. meine Noobigkeit oder Anfängermäßigkeit, die ja ich halt noch nicht habe in dem Spiel. Aber dieses Hinterherrennen, wenn man eine Leiche findet, um noch zu gucken, weil man jemanden wegrennen sieht, das kann dich auch verdächtig machen, wenn plötzlich hinter dir noch jemand kommt. Wäre mir aber in dem Fall egal gewesen, weil dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen. Hättet ihr mich rausgeworfen, aber im Zweifel auch Peter. Und dann wäre zumindest ein Imposter weg gewesen. Das stimmt. Aber ja, so war also, viel besser. Das wäre mir wert gewesen. Ich habe wirklich gedacht, ihr beide seid das, ne? Weil bei mir auf dem Bildschirm stand ihr ineinander drin und ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ekelhaft. Wenn man eine Task macht, sieht man ekelhaftes halt Gameplay. Das war am Ende sehr witzig. Ja, aber Peter beschuldigt da ein bisschen. Ne? Also ja, das war auch wieder eine Frechheit, ey. Da steckst du mal, mach Frage. Ich direkt Emergency und sag der. Man sieht als Imposter auch, wer der andere Imposter ist, oder? Ja. Okay, wie ist eure Planung? Also um 14 Uhr habe ich den nächsten. Ja, 14 Uhr hat er den nächsten Termin und ich sage einfach mal Tschüss für diese Runde. Das soll es gewesen sein. Lasst ein Däumchen nach oben da, checkt die anderen Sichten aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.